switched. Welcome back.
Tommy O traffic Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is on final runway 3 to land. Thank you.
Ja, Lichtstärke. So ein Mikrofon. Das ist besser. DCS ist, schwieriger als Flight Simulation. Also muss ich halt mit bestimmten Modulen, dass ich auf jeden Fall Module kaufe. Die sind zum Beispiel die FA-1800 oder MK-20. So, da muss ich erstmal Zeit mit den beschäftigen, beziehungsweise so, damit ich die Worte erstmal in die Luft bekommst. Und ich bin sehr leise. Immer her mit dem Feedback. So, jetzt müsste das besser sein. Ich hoffe. Ja, wie gesagt, DCS ist halt ein reiner Simulator für Kampfjets. Und wenn du mal auf YouTube gibt es halt massig von Videos, wenn du das mal anguckst, also wenn du generell Interesse hast an Kampfjets oder so, würde ich das sehr empfehlen. Wenn du so ein Simulator-Junkie bist, wie ich, dann solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren. Also DCS World ist auch umsonst, kostet nichts. Da gibt es halt zwei Modelle, die sind dabei, die sind einfach zu fliegen, also der Cockpit ist nicht komplett klickbar, aber es gibt halt gewisse Hotkeys, die du dann zuweisen kannst, damit du das Ding überhaupt erstmal ankriegst. Und wenn du dann mehr in die Materie gehen willst, dann gibt es halt auch Module, die kosten zwar, ja, die kosten schon was, so 40 Euro, manchmal sind die auch im Angebot, im Sale. Da steckt auch viele Monate Forschung drin und Entwicklung. Kannst alles nachlesen. Es gibt eine riesen Community und ganz viele Lernvideos auch auf YouTube. Jo. So, mal schauen, ob hier überhaupt noch Sprit reicht. Ich denke schon, ja. Und wir werden da schon nach Hause kommen. Ja, kenne ich in der Tat, und zwar Eli Dangerous. Das ist ein, ist nicht unbedingt ein krasser Shooter, aber der ist auch sehr wirtschaftlich. Also wenn du dich generell für Raumfahrt interessierst oder sonstiges, und auch natürlich zum Ballern, ist natürlich Eli Dangerous bestimmt genau das Richtige für dich. Habe ich auch lange gespielt, ist auch VR-kompatibel, kannst mit deiner Brille auch mitfliegen. Ist riesengroß. Also da gibt es massig von Sterne zu finden, wie bei No Man's Sky. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. No Man's Sky ist ja auch, eher so, ja, ist eher so Sammeln von Ressourcen und Aufbauen und Planeten erkunden. Aber Eli Dangerous ist da schon, finde ich generell schon besser, vor allem auch der Aspekt des Shooters. Dangerous. Light Dangerous. Sind so eher so Raumfahrt auch so in deinem Interesse? Oder generell Shooter? Dann könnte ich dir auch noch was anderes empfehlen. Auf den ersten Anblick würdest du eher sagen, oh, was hat der für ein Kinderkram, aber es gibt Kerbal Space Programm. Also da musst du erstmal schaffen, eine Rakete ins All zu schicken, die Umlaufbahn zu jagen,
und auch zu schaffen, auf andere Planeten zu landen, mit mehreren Stufen, musst du dir auch mal angucken. Kerbal Space Program ist das Spiel. Das ist, wie gesagt, auf den ersten Blick wirst du sagen, das ist irgendwie, keine Ahnung, so ein Arcade-Spiel. Nee, das hat eine unheimliche Spieltiefe. Und ja, da muss man sich auf jeden Fall auch ein bisschen beschäftigen, so mit Raumfahrt und mit relative Geschwindigkeit, Periapsis, gibt es da noch Apoapsis und so weiter und so fort. Ja, spiele ich auch mal. Also habe ich auch mal gespielt, habe ich auch mal wieder Bock drauf. Ich denke mal, da werde ich auch mal was streamen. Und ja, kann ich ja mal ankündigen. Und dann ist auf jeden Fall sehr interessant. Auch eine riesen Community. Hat auch eine sehr große Community, ja. Kannst du sogar, wenn du es schaffst und du es gut machst, schaffst du es sogar, eine richtige Raumstation in die Erde zu katapultieren. Und über jedem Start sozusagen einer Rakete kannst du die immer, ja, musst du halt so ein, wie soll ich das sagen, machst halt so eine Art Rendezvous. Du musst halt deine Raumstation immer sozusagen abfangen in der Umlaufbahn, wie so mit Satelliten. Und dann kannst du deine Raumstation Stück für Stück immer aufbauen. Da brauchst du viel Geduld, viel Zeit. Aber wahnsinnig interessant. Vor allem ist das immer so ein Erlebnis, wenn du es einmal geschafft hast, irgendwie einen Satelliten in die Umlaufbahn zu bekommen, ist das so ein, ach, geil. Ja. Kerbal Space Program. So, von der Bahn kommt das Radial. Das ist ganz gut. Wie schlecht es hier aussieht. Also wenn man sich das Kartenmaterial mal von Bing reinzieht, sieht das hier aus wie Flight Simulation 1999. Naja gut, kann halt nicht alles toll sein. Aber das ist schon krass. Da fliegt man mal Gegenden ab, die nicht so bekannt sind. Und dann sieht man sowas. Nee, also hobbymäßig nicht. Eventuell bald. Hoffentlich. Ich habe da jemanden von meinem Vater, das ist ein Bekannter, der fliegt selbst auf eine Cessna, ich glaube eine 152. Und vielleicht habe ich da mal Glück damit zu fliegen. Ich bin gespannt. Was ist mit dir? Fliegst du selber hobbymäßig? Sagenhaft, wunderschöne Grafik. Der Boden, wie gemerkt. Nicht ein einziger Baum hier oben. Meine Frames 43. Ich spiele das übrigens auf 4K. Es ist unheimlich schade, dass ich das nicht auszuspielen kann. Aber Twitch macht da einen Strich durch die Rechnung. Ja, also wie, meinst du Joystick und so weiter, ne? Also wie gesagt, den Motors, den Throttle, den Stick,
dann habe ich mal überlegt, mir mal Pedale zu holen, weil ich es unheimlich geil finde zu fliegen mit Seitenwind. Und wenn du keine X-Achse hast, kriegst du die Krise. Und dann habe ich dann mir Pedale geholt. Ich habe die vom Crosswind, vom MFT. Und ich hatte erst die von Thrustmaster selber auch bestellt, aber die waren irgendwie nie lieferbar. Und du kennst das bestimmt, immer mal hast du keinen Bock zu warten und dann bezahlst halt ein bisschen mehr. Naja, aber die sind richtig gut. Also komplett Metall, alles aus einem Stück gefräst, ist halt schon sehr hochwertig. Und sind eigentlich auch eher so für Hubschrauber, also ich kenne mich mit Hubschrauber überhaupt nicht aus. Und DCS bietet übrigens auch Hubschrauber-Simulationen an. Da kommt bald ein paar Module, die sind sehr interessant, die will ich dann fliegen. Deswegen habe ich mir die Pedale auch gekauft. Ja, und sonst, Peripherie, was habe ich noch? Das reicht doch eigentlich, damit kann ich fliegen. So, was sagt mir denn jetzt hier mein DJI an? Rot? Wo ist rot? Ich sehe nichts rot. Unter mir. Schlechtes Wetter. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug entdeckt. Wollte ich gerade meine zweite Cam von draußen anmachen und dann auf einmal fing ich an, mein Flugzeug zu steuern. Ich switch jetzt einmal. So, jetzt kann ich eigentlich schön ein bisschen weit. Und jetzt wird gesteuert werden, bitte. Das ist doch... Jetzt kann ich wieder aufs Radial zurückfliegen, ja super. Naja, egal. Das kriege ich schon hin. Ja, League Junkie, erzähl doch mal, was fliegst du denn noch so? Oder bist du noch auf der Suche, hast Interesse? Immer her.
einmal den Autopilot ausschalten. Das neue Heading, Steuerkurs synchronisieren und dann nochmal an, damit er das packt. Ich meinte, was du selbst und so fliegst. Ich glaube, ich muss mich nochmal was lauter machen. So, Test. Tja, keine Ahnung. Also fliegst du wirklich eine 172 oder jetzt hier auf Flight Simulation? Weil Ausbildung gibt es ja hier eigentlich nicht. Ja, das ist ja cool. Hätte ich die Zeit und das Geld. Ich glaube, Cessna. Jo. Da machst du einiges richtig mit. Sehr cool, ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn du ein Flugzeug hast selber? Ich denke mal, du schmeißt mit Leuten zusammen, machst so eine Gruppe und dann, also ich kenne das jetzt nur von Hörensagen, dass eigentlich das Teuerste am Fliegen jetzt nicht selbst der Schein ist, sondern der Unterhalt des Flugzeugs, dass du da wirklich ja, eine Stellmöglichkeit brauchst, für einen Start, für eine Landung musst du immer schön zahlen. Also wie gesagt, diese laufenden Kosten, die monatlich halt entstehen. Ist das wirklich so? Hast du dir da mal schon mal Gedanken drüber gemacht? Würde mich mal interessieren, weil ich hatte letztens schon mal mit einem Freund und Kollegen darüber gesprochen und so eine richtige Antwort darauf hatten wir da nicht. So, ich komme mir gerade vor wie hier Flight Simulation 99 immer noch. Es könnte jetzt mal wieder richtig schön werden. Aber Hauptsache die Wolken sind schön. Ah, okay. Ja, das glaube ich. Und warum eher ne, die 17.2? Warum nicht die 15.2? Ist das wegen der Modernität oder warum genau? Oder hast du dich einfach verknallt? Gibt's ja.
Wegen der Größe. Okay, verstehe. Ja, dann kannst du dir ja auch jetzt, also ein Twitch-Account hast du ja. Du kannst ja jetzt auch Streamer werden, ne? Holst du dir eine GoPro. Und dann dokumentierst du einfach mal deine ganzen Trainingsstunden und so. Und glaub mir, also wenn du dir die Community, die DCS-Community oder die Flight Simulation-Community mal reinziehst, die sind sehr heiß auf solche, ja, Vlogs nennen die sich ja. Also wenn du das dann noch intensiv machst, ist natürlich zeitaufwendig, aber ich wäre auf jeden Fall dabei. Sehr interessiert. So, dann sind wir noch über den Bergkamm da hinten. Oh, die ist aber ziemlich hoch. Ich glaube, da kann ich noch höher gehen. Dann machen wir das doch. So, vertikale Geschwindigkeit. Und dann ziehen wir mal um. Okay, das ist der nächste Bug. Ich krieg das Ding nicht mehr hoch und er schaltet direkt auf den Altimeter. Warum macht er das? Muss ich das jetzt wieder normal machen oder ist hier eine Begrenzung von 9000? Ja, ich kann es auch manuell machen. Ah, ist ja noch bis dahin. Noch Zeit. So, 63 nautische Meilen noch. Wir haben einen V-Ring von 13 Grad, fliegen aber 16, weil ich gerade Lust dazu habe. Nein, ich habe keine Lust. Wir gehen wieder aufs Radial zurück. Zumindest ein bisschen, damit ich es wieder abfangen kann. Wir wollen ja hier straight den Kurs fliegen, den wir uns auch vorgeplant haben. Ich könnte eigentlich auch an diesem Bergcamp hier rechts dran vorbeifliegen, da brauche ich jetzt nicht nur mehr Sprit verbrauchen. Der zuckt nämlich hier nur. Der will nicht. Ja, hier auch wieder ein wunderschönes Exemplar der Bing-Kartendaten. Sieht aus wie so ein... Ja, keine Ahnung, kann man gar nicht beschreiben. Einen kleinen Fjord. Ja, und das ist hier die dickste Cessna. Also wenn du die 17-2, wenn du die Schnauze voll davon hast, dann holst du dir die hier. Man könnte hier sogar einer fliegen. Pass auf, hier. Ne, zwei natürlich fliegen, mit Co-Pilot und hinten. Ja, was eine Party. Acht Leute. Ein paar Kästen Biere. Und dann geht ab die Luzi. Und sogar Hi-Fi-Boxen an den Seiten. Da kann man richtig schön Musik aufdrehen, mit Belüftung, alles dabei. Sportlicht. Ja. Dann über New York City. Okay, ist ein bisschen weit weg. Wunderschöne Textur auch wieder hier. So, was mache ich denn jetzt? Ja, ja, blechen immer, kostet alles, ne? Um Spaß zu haben, musst du halt tief in die Tasche greifen.
sieht ja ulkig aus. Ach, na klar. Das Ding geht doch hoch hier hinten, oder? Nee, natürlich nicht. Okay, ich flieg knapp über den Kamm. 19%. Oh ja. Wird schon schief gehen. Ich fliege einfach hier durch. So nicht genau. Also ne, am besten hier durch. Ah, wieder ein Schiff. Waffenpack. Die sieht man ziemlich oft. Diese komischen Lücken. Sollte eigentlich hinhauen. Müsste. So, hier sind ganz viele Flughäfen. Flugplätze, es ist aber alles militärisch. Ein Papi zum Beispiel hier. B66 ebenfalls. Aber der müsste eigentlich Zivil sein. AK-77. War das nicht 74? Genau, AK-47. 74er gibt es auch. Die 47er hat die 7,62x39 Kaliber und die AK-74 hat die 5,45x39. Ja, leicht die Görwa. Ob die Betty jetzt schreit 500, dann habe ich ein Problem. Aber nein. Ich sag ja, es haut hin. Sprit 17%. Könnte spannend werden. Ein gutes Stück habe ich noch zu fliegen. Aber hier kann ich gleich nach dem Kamm, kann ich hier schön einen Gleitflug runter. Auf jeden Fall
schön Höhe verlieren. Und dann spare ich auch nochmal Sprit. Das kann ich gar nicht, doch. Ja. Komm ich von der rechten Seite, komme ich dann runter, flieg so an. Das sieht interessant aus hier. Jetzt Erdrutsch mit Eis. Sehr cool. Diese Flecken hier, die sind mir echt ein Rätsel. Was das sein soll. Überdimensionierter Rotzfleck. So. Okay. Da ist der Fluss. Ne, das ist kein Fluss. Doch, das ist ein Fluss. Lustigerweise wird er mir nicht auf der Karte angezeigt. Das ist doch nicht der hier. Das ist doch da hinten hier. Da ist doch der Fluss. Ich gehe mal so auf 60 Grad. Steuerkurs 60 Grad. Schon Sprit mal ohne. Will auch an Höhe verlieren. Ja, jetzt macht er das. Ist doch unfassbar. Naja, nee, jetzt will ich nie hoch. Jetzt kannst du auch runter. Schnell. Tempo runter. Sonst geht das Ding ja bort. Das ist tatsächlich ein eingefrorener Fluss, der nicht auf der Karte angezeigt wird. Wahrscheinlich war der eingefroren. Doch, da ist er. Ach, guck mal. So, nur heranzoomen, dann sieht man es auch. Also, ich auch so frontal anfliegen können. Hey, ich glaube nicht, dass das... Ist das eine Landebahn? Ja, natürlich. Aber ist mir jetzt egal. Ich fliege jetzt von rechts an. Aus Nordosten. Sein. Vor dem Fluss. Nee, also erkennen kann man es noch nicht. Das da ist
gehen wir mal auf 030. Eine Sinkrate von 2,5 Grad, das reicht auch. Wir werden noch nicht so schnell, die Geschwindigkeit ist auch optimal. Optimal nicht, aber semi-optimal. Tja, ich kann ja nichts erkennen. Das ist schade, kein richtiges VFR. Ja, jetzt ist auch die Bodentextur natürlich schöner geworden, ja. Ja, das sieht doch wieder ansehnlich aus. So, jetzt gucken wir nochmal. Das ist halt oben weiter links. Das ist hinter... Das ist dieser Bergkamm hier? Nee. Tatsächlich, dann ist das hier hinten. Wenn ihr jetzt mal so guckt, so die Linie. Hier hinter ist das dann. Und der Fluss hier, das ist das hier hinten. Heidewitzka. Das nenne ich mal ganz schön verschätzt. Egal, wir fliegen noch. Ja toll, jetzt verliere ich natürlich an Höhe und vor uns ist ein Riesenberg. Wunderbar. Fliege ich doch mal noch mehr nach links und halte die Höhe. Zack. Muss bleiben. Also links am Kamm vorbei. Geschwindigkeit verliere ich gerade. Dann gebe ich mal wieder ein bisschen Gummi. Ja, da komme ich schon rüber. Wenn. Prozent Sprit. Also die Prozentzahl steht hier nie. Vanity right. Bescheuerte Anzeige, ehrlich gesagt. Ach so, doch hier. Aha, aha, aha. Ja klar, hier steht es ja auch. LBS. Einfach. Da könnte das sein. Nee. Ist das nicht jetzt hinter diesem kleinen Hügel oder ist es das hier? Das ist ja so ein... Schauen wir mal. Also ich bin ja mal gespannt, wenn ich das hier schon nicht erkennen kann mit der VR-Brille. Wenn es dann im Herbst soweit ist. Vor allen Dingen die Performance. Ha, also. Ich bin mal gespannt. Also da müssen sie an der Performance auf jeden Fall noch schrauben, damit das überhaupt irgendwie machbar ist, mit VR überhaupt Brille zu fliegen zu können.
Weil alles unter 90 Hertz mit der Brille. Naja. Ich habe keinen Bock auf eine Kotzorgie, ehrlich gesagt. So, von der Höhe haut das hin, ist alles grenzwertig, aber hey. Ich sag immer no risk, no fun. Das ist der Flughafen da hinten, das muss er doch sein. Das hier. Der ist so länglich. Ja. Oder? K77, das war das doch, ne? Nee. Doch. AK77. Was weiß ich denn, was das jetzt für eine Landebahn ist? Ich nehme mal die 10. Achso, ist die Grazer, ne? Oder wie? Hm, 10. Jo. Fünfstellige Landung. Erstmal meine Position. Alpha Kilo 77 Traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Niner Miles South 5400 feet inbound to land runway 10. Inbound runway 10. Ich sehe ich aber immer noch nicht. Okay, ist ja bekannt dafür, dass sie nicht alle Flughäfen ausgebaut haben. Also sprich Licht oder irgendwelche Navigationslichter. Und ich glaube, hier haben wir so einen Kandidaten. Da habe ich mir echt einen wunderschönen Flughafen ausgedacht. Noch nicht mal eine Antwort bekomme ich vom ATC. Wunderbar, mal läuft. What the hell is that? Es muss doch jetzt hier schon sichtbar sein. Das hier. Ich fliege jetzt einfach mal drüber. Ja, machen wir mal das mal. Handarbeit ist sowieso besser. Ich klicke jetzt mal straight drauf zu, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal welche Richtung. So. Jetzt gucken wir nochmal. Ist das. Das kann das doch nicht sein hier. Nee, 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 nee. Das hier ist es, da ist er doch. Mein Gott, ja, super. Schön. Hätten wir ja. Hätte ja jeder gesehen hier. Kleiner Sturzflug. Soll ich dem ATC nochmal Bescheid sagen? Interessiert ihn wahrscheinlich sowieso nicht. Endanflug. Alpha Kilo 77 Stimmt Traffic Cessna ja, Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is on final runway 10 to land. Jetzt hole ich direkt schon mal meine Klappen raus.
einmal die Leertaste drücken, da kann man nochmal sich so ein bisschen vorbeugen. Habe ich auch erst sehr spät erkannt. So, Maschine austrimmen. Dann ist der Stick auch ruhiger. Geschwindigkeit ist okay. Natürlich habe ich die Klappen hoch und die Nase zieht natürlich nach oben. Geschwindigkeit, Achtung. 500, genau. Beruhigen Sie sich. So, ist ja gerade ein Flugzeug auf der... Was ist denn an der Landebahn? Geh bloß weg! Oh nein, was ist das? Ein Auto oder was? Really? Klasse! Kurz Ankündigung. Naja, hat er noch hingehauen. Ah, bescheuerter Flughafen, ehrlich gesagt. So, linke Pedal durchziehen. Und dann können wir eine schöne Drehung machen im Stand. Sprit haben wir noch, reicht. Ich will da zurück. Langsam lösen die linke Bremse. Sonst kommst du hier nie rum. So, wo parken wir denn mal? Ist das hier links auch alles Flughafen? Naja, du blöder Heini, du. Komm mir nochmal in die Quere. Das ist eine Tankstelle. Habe ich noch nie gemacht. Komm, versuchen wir mal. Ist das hier auch eine Tankstelle vor mir? Jo. Ist auch sehr grenzwertig, wie ich hier stehe. Ich stopp mal besser. So. Einmal die Parkbremse ist drin, ey. Also tanken, wie soll das gehen? Alpha Kilo 77 Traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is clear of the runway. Treibstoff. So, ich kann das jetzt einfach hochziehen hier, oder was? Ich dachte, es gibt wenigstens eine schöne Animation. Hier, schön hinlaufen, rausziehen. Ja. Das wäre mal ein Vorschlag für eine wunderschöne Modifikation für die Community. Die sind immer noch am Rangieren. Ist das A-Team-Auto? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Jo! Das war's dann erstmal von meiner Seite. Ich bin genug geflogen. 2 Stunden hat es jetzt gedauert. Ich bin heil angekommen mit einem Zwischenhalt. Zwischenlandung, sagen wir mal. Jo, und dann verabschiede ich mich. League Junkie, wünsche dir noch einen schönen Abend. Man sieht sich. Und hört. Und man schreibt sich. Hauen Sie rein.